Mir geht es um die Inhalte. Ich finde, dass das tagelange, ja wochenlange unwürdige Gezerre jetzt zu Ende ist, kann sogar gut fürs Land sein, weil wir endlich über die Themen, die viele Menschen wirklich interessieren, reden können. Welche Option es da gibt, das entscheidet nicht die Linke. Wenn die SPD meint, in eine große Koalition gehen zu müssen, ich wundere mich etwas, aber das ist deren Entscheidung. Könnte sich denn die Linke vorstellen, im Fall einer solchen Minderheitsregierung auch einmal für den Plan der Regierung zu stimmen, wenn der aus ihrer Sicht vernünftig ist? Also das ist doch ganz klar. Die Linke stimmt vernünftigen Vorschlägen immer zu. Das haben wir im Übrigen auch in der Vergangenheit gemacht. Ich kann mir eine Minderheitsregierung vorstellen, aber auch da liegt der Ball bei Angela Merkel. Die Große Koalition, die das Land 4 Jahre regiert hat, ist im Übrigen auch für dieses Wahlergebnis und für die Situation im Lande verantwortlich. Und wenn man jetzt sagt, wir wollen dort raus, um endlich wieder Debatten zu haben und vielleicht auch unterschiedliche Mehrheiten im Bundestag zustande zu bekommen, dann kann das nur gut sein, wenn wirklich die Probleme angegangen werden. Mich hat schon gewundert, dass während der Koalitionsverhandlung sowohl der Skandal um Paradise Papers öffentlich wird, als auch die Tatsache, dass über 500.000 Kinder länger als 4 Jahre in Hartz IV leben müssen. Und es gibt keine Entscheidung in diese Richtung, etwas zu verändern. Das wäre dringend notwendig. Und da ist vielleicht auch eine Minderheitsregierung sinnvoll. Aber nochmal, das entscheidet nicht die Linke. Wir fürchten keine Minderheitsregierung. Wir fürchten keine Neuwahlen. Bei Neuwahlen, Herr Bartsch, könnte aber die AfD am Ende der lachende Dritte sein und noch mehr Stimmen bekommen. Wir werben als Linke für uns. Und wenn wir zur inhaltlichen Auseinandersetzung kommen, die AfD hat profitiert von einer großen Koalition, die das Land verwaltet hat und nicht gestaltet hat. Und es ist ja kein Zufall, dass 2 Parteien gestärkt worden sind, die nicht im Deutschen Bundestag waren, AfD und FDP. Auch von den Bundestagsparteien haben wir als einzige Partei deutlich zugelegt. Ja, das ist eine Aussage, aber viel zu wenig. Letztlich finde ich die Fixierung auf eine Partei, die jetzt neu im Bundestag ist und die sich bisher als Chaospartei gezeigt hat, nicht richtig, sondern wir sollten endlich wieder bei den Problemen der Menschen in diesem Land und in Europa sein.